Weiter geht's mit Distant Worlds 2, hier mit der neuen Heimat von unserem Feind, und unsere imperialen Flotten stehen bereit und kämpfen auch hier für die Vorherrschaft auf diesem Planeten. Wir sind dabei, ihn zu bombardieren. Weiter geht's. Ich blende uns mal das User-Interface wieder ein. Dann können wir hier... Ja, ihr seht's. Wir machen weiter. Gut. Unsere Streitkräfte bombardieren die Kolonie. Das ist bekannt. Ja, ich weiß übrigens echt nicht, wie das jetzt genau läuft. Moment, hier haben wir eine feindliche Flotte. Hier vorne. Wo ist die? Oh, hier. Ach Gott, ein Träger. Ach, wie süß. Okay. Das können wir uns gerne mit angucken, aber... Oh, 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 oh. Die Taunt Battle ist schwer am Schuss. Uiuiuiui. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen Verstärkung mal ranholen hier. Ah. Ah, bin ich mal gespannt. Das Schiff springt weg. Die Panzerung hält noch. Bitte erstmal... Moment, Moment. Stopp, 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 stopp. Zu welcher Flotte gehört ihr? Die 26. Flotte. Würdet ihr bitte jetzt erstmal das Ding angreifen? Damit wir dieses Schiff hier auch vernichtet haben. Und da wäre es das gewesen. Sehr gut. Wir fliegen auch mit dieser Flotte nach Utapamo Prime und werden den Planeten entsprechend bombardieren. Was wir übrigens mal machen könnten, wäre... Ja, doch. Ja, doch, wir bombardieren ihn. Gut. Also, einmal dahin zum Bombardieren, bitte. Das war das Falsche. So, Vorschlag des Beraters. Planetary Fighter Base. Wo... Xerguhuna. Das war hier vorne irgendwo. Ja, das können wir gerne mal machen. So, senden Sie die 5. Flotte. 29 gegen die Vegazov 2 Raumstation. Dazu muss ich erstmal wissen, was genau die 5. Flotte gerade macht. Das müssen wir uns vorher angucken. Wo genau seid ihr gerade? Ach, da vorne. Ja, okay. Das können wir machen. Ja, das finde ich einen guten Plan. Planetary Administration District machen wir. Unser großer Frachter wurde vom Hive erobert. Das ist in der Tat jetzt schade. Und Fighter Base. Okay, gut. Da sind wir dabei. Übrigens habe ich mir auch die Siegbedingungen nochmal angeguckt. Und wir sind momentan doch relativ weit oben. Allerdings sind wir... beim Thema Wirtschaft nur noch im Mittelfeld. Ja, es gibt viele, ihr seht es hier, 1,5, 1,3, 800.000, 1,8, 2,7, die sind alle besser als wir. Also da müssen wir echt gucken, dass wir da dranbleiben, weil die natürlich auch wesentlich mehr Bergbaustationen bauen als wir. Deswegen gehen wir einmal die Bergbaustandorte durch. Ihr seht, da wird schon eine ganze Menge gebaut. Neue Bergbaustandorte. Ja, so richtig viele gibt es halt auch nicht mehr, ne? Das ist halt echt schwierig. Einen Forest Mond. Wir bauen einfach... Wir gucken jetzt einfach auch nicht auf die Reichweiten. Wir bauen hier jetzt einfach mal die Sachen mit ab. Da müssten wir eventuell vorsichtig sein. Da bauen wir es auch. Das brauchen wir auch. Wir müssen ja einfach unsere Wirtschaft ein bisschen, das können wir auch machen, unsere Wirtschaft ein bisschen voranbringen. So, wir bauen ja einfach alles ab, was nicht nied- und nagelfest ist. Egal, ob weit weg oder nicht, damit wir einfach unsere Wirtschaft voranbringen. So, gut. Also, da geht's weiter. Und hier oben sind wir im Kampf. Utapamo Prime wird bombardiert. Tja, und dann können wir jetzt eigentlich nur noch schneller machen und abwarten.
was passiert. Wir sind gerade den Graviton-Flux-Projector am Erforschen. Eine Sache will ich nur mal checken, ob wir bei den Finanzmitteln, Kolonieforschung, wir könnten noch ein bisschen ins Wachstum investieren. 50%, ne? Wir brauchen mehr bei der Forschung. So. Das sollte passen. Kolo Azogi, ja, das machen wir mal. Das können wir ruhig bauen. Auch bauen bitte Marupado. Und hier oben gibt es tatsächlich noch einen Feind. Hier, ne? Okay, wir haben ihn jetzt einfach stumpf alleine gelassen. Ja, ist dann so. So, unsere Streitkräfte bombardieren die Kolonie. Wir haben die Forschung der Gravitic Weapons abgeschlossen. Als nächstes ist der Long Range Tractor Beam dran. Und unser Agent hat die Gebietskarte des Jinto Hive erfolgreich gestohlen. Ja gut, ich hoffe natürlich, dass das Jinto Hive langfristig zu uns gehört und wir jetzt hier nicht jeden einzelnen Planeten bombardieren müssen. Tsukuru Junk, Tsukuru Prime machen wir auch. Das Geld sollte momentan nicht das Problem sein. So, okay, hier ist ein bisschen ruckelig. Wir machen mal die Sachen hier aus. Dann geht es wahrscheinlich ein bisschen besser. So. Und da ist ein deaktivierter. So. Wir zoomen mal ein bisschen raus und gucken uns mal die Invasionsflotte an. Tja, du bist dort. Was ist mit dir hier? Wie viel hast du noch? 13.000. Ach Leute, da kann ich doch nie drauf landen mit 6.000. Und um da wirklich mehr Truppen zu bauen, das dauert ja Ewigkeiten. Naja, vielleicht hat der General Karen Kalan ja irgendwann mal die Chance, hier irgendwas zu machen. So, 25. Flotte. Nach Axiom 2. Aber seid ihr da nicht schon? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jetzt müssen wir das nochmal wieder einblenden. Aber die sind doch da schon. Bewegen zu Kolorak Major 3. Axiom 2. Ja. Kann man machen. Hier vorne gibt es ja jetzt ein paar Feinde. Ja, das können wir gerne, so lassen. Long Range Tractor Beam Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Mission zuweisen. Senden Sie die 25. Flotte zum... Nein. Ich will erstmal hier diese Fregatten zerstören alles. Und Axiom 2 will ich eigentlich auch nicht angreifen. Ach, das ist alles ärgerlich. Schade, dass die Axiom hier verloren haben. So, wo ist die 25. Flotte hin? Ihr seid da. Ach, da hinten haben sie sich versteckt. Ah, okay. Gut. Aber das Thema auch gesäubert. Tja, dann können wir jetzt nur noch weiter abwarten, was unser Gegner macht. Ich möchte eigentlich wirklich gerne hier diesen Planeten erobern. Müssen wir mal gucken. Ich habe übrigens auch darum gebeten, dass wir so Diplomatie und sowas alles im Game machen. Das können wir gerne machen. Da habe ich kein Problem mit. Jetzt wollen wir Folgendes vorschlagen. Das lassen wir mal sein. Das will ich gleich selbst machen, wo wir gerade beim Thema sind. Nein. Ja, das kenne ich. Wir gehen nämlich in die Diplomatie rein. Ich denke, mit den anderen, wir können das einmal durchgehen, die Diplomatie, und wirklich mal mit allen einmal sprechen. Einfach mal, um zu gucken, was wir hier machen können. Also die haben, ihr seht, Technologien haben die eine ganze Menge. Da könnte man was machen. Aber für mich, mein Ziel ist es, ich möchte keine militärischen Technologien verteilen. Das ist wirklich für mich das A und O, also das will ich auf keinen Fall. Jetzt hätten wir zum Beispiel noch die Tikan und die Harkonnish. Da könnten wir noch was machen, aber die Frage ist, ob uns das irgendwas bringt. Water Colonization könnten wir machen. Ah, ich weiß nicht. Also, ich glaube, da haben wir jetzt keine großen Vorteile. Die Titan Allianz. Wir werden auch mit denen mal einen Handel vereinbaren. Ja, die haben auch nichts Interessantes. Den Krieg beenden? Nein, das machen wir nicht. Die Kolaren? Sprechen wir mit denen mal. Nein, da bin ich beim Falschen. Muss ich mir mal ausmachen hier, dann geht das hier ein bisschen schneller.
Und das setzen wir auf allgemein. So, dann müsste es hier ein bisschen schneller gehen. Dann gehen wir mal auf die Kolaren. Und, die haben eine ganze Menge Technologien. Da könnten wir in der Tat mal... Oh, das ist natürlich interessant. Da könnten wir mal gucken. Medium Spaceport und Large Construction Ship. Swarm Missiles. Point Deflectors. Blocking Field Gitters. Das sind natürlich alles so kleine Sachen. Advanced Bombardement. Hightech Megalab. Das bringt natürlich echt eine Menge. Haben wir denn eventuell noch Sachen, die wir mit ihm, ja. Complete Diplomatie Harkonnisch. Und die Menschen. Das würden sie sogar machen. Ja, warum sollten wir das nicht machen? Die Kolaren sind ja unsere Freunde. Das machen wir. So, und wir haben eine ganze Menge abgeschlossen. Point Deflector Forschung. Point Deflector Forschung. Swarm Missiles. Schwarm Missiles. Advanced Bombardierung. Sehr cool. Und auch Large Scale Construction Forschung. Medium Spaceport und Large Construction Ship. Das werden wir uns gleich mal angucken. Das große. Und so gehen wir jetzt mal die ganzen anderen durch. Die Zarakandir. Erwarte ich jetzt eigentlich nichts Besonderes. Guck doch. Wir könnten uns die beiden mal angucken. Galaktisches Diplomatie-Center. Eieieiei. Okay, die haben natürlich sehr interessante Sachen. Also, die beiden. Und die galaktische Diplomatie ist wahrscheinlich zu viel, ne? Was ist denn, wenn wir mit den Akdarianern, den Tikan und Sinox? Auch nicht. Harkonnisch lege ich auch noch drauf. So tun wir das. Das verbessert unsere Meinung oder die Möglichkeit der Kolonisierung. Ihr seht es hier, minus 5 auf die Grenzwerte. Das ist immer ganz praktisch. Das gibt ein bisschen mehr Koloniezufriedenheit bei dem Thema. So, Sinox. Gucken wir uns das mal an. Auch Desert Colonization. Water. High Power Blaster. Finde ich auch interessant. Können wir mit denen nicht was Schönes anbieten? Ja. Wir machen mal Harkonnisch. Dann noch irgendwas anderes? Nee. Eventuell die galaktische Diplomatie, weil das sind 500.000. Ich vermute, das wird er wahrscheinlich nicht machen, ne? Nee. Wie viel Geld muss ich denn da drauflegen, um das zu machen? 400.000? 300.000. Das machen wir. Galaktische Diplomatie. Galactical Diplomatical Center. Ja. Was hältst du von dem Handel? Macht er. Schön. Wunderbar. Also, das machen wir auch. Damit haben wir das Galaktische Diplomatische Center. Ich meine, wir haben so viel Kohle. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann gehen wir mal bitte nach Pandora. Hallo? Habe ich es kaputt gemacht? Hallo? Baue das Galaktische Diplomatische Center bei Autoria. Das würde ich mir gerne ansehen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Also ich will es eigentlich nicht bei Autoria bauen. Ich will es natürlich auf Pandora bauen. Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich auf der Heimatwelt wird das gebaut. Einmal bitte ein galaktisches diplomatisches Center. Plus 10 Diplomatie, plus 5 auf alle Forschungen. Das können wir einmal da bauen. Aber okay, auf Autoria können wir das auch bauen. Gut. Dann machen wir weiter. Und gehen einmal zu den Human. Und das ist mir doch wichtig, dass wir da mal einen vernünftigen Handel hinkriegen. Wir haben nämlich ja momentan noch gar nichts, ne? Wir schenken dem mal 100.000 Credits. Einfach, weil es geht. 100.000 Credits. Mal gucken. Gucken, was er macht. Wir schenken den einfach mal 100.000 Credits. So, die Dispari. Tja, sie sind immer noch negativ, deswegen reden wir mit denen nicht. Die Dratis-Enklave. Sprechen wir mal mit denen. Und wir gucken mal, was der hat. Construction Megalab. Das ist natürlich auch spannend. Aber ansonsten nichts Spannendes. Royal Xenox, Xenox Empire. Tikan, die hat man noch nicht. Officer Training, das ist nicht so spannend. Xenox. Auch nichts. Die Ratten.
Auch nicht. Tranmarei, glaube ich, brauchen wir uns nicht angucken. Wir können mit den Disparien mal gucken, die irgendwas Interessantes haben. Eine ganze Reihe Bergbaustationen sind in unserem Gebiet. Die könnten wir uns tatsächlich mal holen. 100.000 dafür, das machen wir. Dann haben wir nämlich die ganzen Bergbaustationen wieder. Das Jinto Hive, gut, die sind im Krieg gegen uns. Und die Tranmarail, haben die denn Bergbaustationen bei uns? Nee, aber die haben Luke Kalosk. Den werden wir uns auch mal holen. 100.000 ist mir doch ein bisschen zu viel. 30.000 machen wir. So, dann holen wir uns unseren Spion mal wieder. Und die können dann automatisiert weiter spionieren. So, jetzt ist schon wieder... Super, jetzt ist er schon wieder kaputt. Hallo. Vielleicht gehen wir einfach mal auf die zweite Verteidigungsflotte. Um Tsukuru Junction. Und dann sollte das auch klappen. Übrigens, ich bin hier im Beta-Branch. Also es kann passieren, dass das bei euch funktioniert und bei mir kaputt ist. Okay, so. Garen, die Human Republic macht ein Angebot. Erkundung, Migration, Schürfrechte, Forschung. Jawohl, das machen wir. Wir haben die Schwarmraketen von den Dispari erfolgreich gestohlen. Und was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall einmal in den Schiffsdesigner gehen und ein neues hinzufügen. Und ich möchte einmal das große Konstruktionsschiff haben. Jetzt haben wir übrigens zwei Medium Spaceports. Der eine ist ein bisschen größer als der andere. Da könnte man mal gucken, dass wir den alten außer Betrieb setzen und einen neuen bauen. Aber jetzt machen wir erstmal das... Wo ist er denn? Bergbauschiff. Large Construction Ship. Dort. So. Einmal automatisch generieren. Und ich würde fast sagen, das bauen wir auch direkt so. Heavy Railgun. Ja, das sieht gut aus. Das ist einmal ein L. CST. Bau 100. Großes Konstruktionsschiff der Generation V100. Speichern und beenden. Und davon werden wir auch direkt bitte... Na. Wenn man das immer nur alle paar Tage mal aufnimmt. Wenn wir auch direkt bitte welche bauen. Einmal die L... Ach, Quatsch. Das war sogar... Nein, das ist ja Unsinn. Das ist ja sogar XL. Ah, was habe ich denn da von Quatsch geschrieben? Nein, das ist ja sogar... Das ist ja sogar die XXL-CST. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir mal das nach den Namen sortieren. L... CST V100 ändern, das ist sogar XL. Das ist ja ein großes Konstruktionsschiff. So. Und dann einmal bitte XL CST, davon bauen wir mal. Ah, machen wir mal 5 Stück. Einmal kaufen bitte. So. Dann gehen wir nochmal rein und können mal schauen, ob wir unsere Kriegsschiffe updaten können. Können wir hier nur nach Kriegsschiffen sortieren? Nee. Alle baubaren Designs. Ah, schade, geht nicht, ne? Wir können aber nach Fregatte, das ist die Kiel-Klasse. Können wir mal gucken, ob wir die ändern können. Die hat einmal Epsilon-Torpedos und Heavy Railguns. Wir gucken mal. Wenn er das verbessern würde, würde er Epsilon-Torpedos und einfach nur ein paar andere Schilde reinbauen. Okay, ich glaube, das können wir uns momentan noch ersparen. Wie sieht's aus? Wir bauen gerade High Energy Capacitors, sodass wir danach in die Advanced Shields gehen können. Das finde ich eine gute Sache. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist wirklich noch die große Raumstation bauen. Dass wir die einmal noch hier uns angucken. Wir haben nämlich den kleinen Raumhafen SSP8. Das ist... Also eigentlich können wir den rausnehmen, sodass wir wirklich nur die Ems bauen. Den mittleren. Ja. Wir fügen mal 9 hinzu.
Genau, wir fügen mal 9 hinzu und dann nehmen wir die anderen alle aus dem Programm. Dass wir wirklich nur noch einen mittleren Raumhafen haben. Ihr seht, Hüllengröße 750, 2250. Wir gucken nochmal kurz rein. Das ist der 1800er. Genau, der ist ein bisschen größer geworden. Das ist einmal der mittlere Raumhafen, der hier. Design automatisch bitte. Jetzt gucken wir mal. Fuel Cells, Fusionsreaktor, Energy Collector sieht gut aus. Research Lab, die Raketen, da müssen wir gleich mal schauen, was wir machen. Ionen Stealth Armor, Deukalios Schilde. Wir könnten natürlich auch warten, bis wir die neuen Schilde haben. Ja, wir lassen das so. So. Und jetzt will ich mal gucken, was er da alles reingebaut hat. Wir haben noch... Ah, wir haben nichts mehr frei. Er hat Raketen mit drinne und Railguns. Schildumgehung und... Ah, Schildumgehung. Die elektromagnetische Lanze hat Panzerungsumgehung. Das passt ja. Interceptor Missiles als Point-Defense-Waffe. Normale Railguns. Ich würde einfach mal sagen, wir lassen das mal so. Ich bin mal gespannt, ob das so passt. Da machen wir ein L. SP. V100 raus. Und werden die anderen mittleren Stationen. Mittlerer Raumhafen. Das ist LSP V100. Einmal dich bitte rausnehmen. Und den kleinen Raumhafen bitte auch. So. Und damit müsste er jetzt auch anfangen. Ja, ihr seht's. Ja, das droppt jetzt ganz massiv. Wir fangen jetzt nämlich an, einfach alle Raumhäfen zu updaten. Und wo wir gerade beim Thema sind, können wir auch noch, können wir noch weitere Raumhäfen bauen bei uns. In unseren Planeten. Wir können auch noch weitere Kolonien gründen, wenn wir das hinkriegen. So, einmal. Na. Standort neuer Bauwerften. Alderaan 2. Wo sind die denn? Ja, aber die gehören doch nicht uns, oder gehören die uns? Jetzt muss ich mal die Nebelgrenzen wieder anmachen. Ne, aber der gehört ja nicht uns. Akdara, wo ist denn Akdara? Müssen wir mal echt ein bisschen rauszoomen, wo die sind. Akdara hier? Gehören die zu uns? Oh, Tatsache. Wie haben wir das hingekriegt? War die kolonisiert? Sache. Ah, okay. Na, dann machen wir auf Akdara natürlich eine LSP V100. Der Planet Snehu gehört offensichtlich auch zu uns. Ja, dann sollten wir das da auch mal bauen. Kolak Major 3. Der ist gefährlich dicht an der Grenze. Ah, das ist... Oh, das habe ich nicht gesehen. Da sollten wir auch zusätzlich nochmal ein paar... jetzt fehlt uns Aculon. Okay, das sollte die Privatindustrie dann mal hinbringen. Aber da sollten wir ein bisschen weiter bauen. Maxus 5. Gut, Maxus 5 ist, glaube ich, klar, ne? Also Maxus 5 machen wir auf jeden Fall. Und Alderaan 2. Da unten. Ja, aber wir haben doch eigentlich hier schon einen, oder? Ja, da haben wir sogar Verteidigungsbasen. Ja, ach komm. Kann nicht schaden. Wir bauen da mal einen hin. So. Und dann haben wir zumindest bei allen ein Spaceport. Und dann kann es da auch weitergehen. Jetzt zoomen wir wieder auf den Bereich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns Atapoa Prime holen. Und zum Schluss gehen wir noch einmal kurz in die Technologie rein. Ihr seht es ganz oben. Wir sind dabei, hier weiterzugehen und auch da geht es jetzt weiter. Energy Nova Missile Version 2. Aber was es übrigens nicht mehr gibt, und da muss ich echt nochmal schauen, wie es da weitergeht, ist zum Beispiel so Epsilon Torpedos. Da gibt es jetzt irgendwie noch keine neue Erweiterung. Die V3 ist die letzte. Also da muss ich echt mal gucken, was wir da als nächstes einbauen. Eventuell gehen wir einfach bei den Shockwave-Torpedos weiter. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wir werden uns die mal in der nächsten Folge ein bisschen vergleichen. Und tja, also die Version hier. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Jetzt will ich nochmal eine Sache checken. Panzerungsumgehung und Panzerungsumgehung passt. Gut, macht's gut.
bis morgen, bis zur nächsten Folge. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.